Greifswald hat es gepackt, hat das Duell der Kaspar-David-Friedrich-Städte gegen Dresden gewonnen. 2241 Greifswalder ganz genau kamen heute in Kostümen aus der Zeit Kaspar-David-Friedrichs auf den Marktplatz an die Kuchentafel, mehr als es zeitgleich in Dresden waren. Glückwünsche gehen raus. Ihnen einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Nordmagazin. Tja, um den Mann hier ging es heute. Kaspar David Friedrich wurde in Greifswald geboren, hat dort seine künstlerische Laufbahn begonnen. 250. Geburtstag in diesem Jahr. Über Umwege verschlug es ihm dann nach Dresden. Da hat er den Großteil seines Lebens verbracht und ist auch gestorben. Deshalb diese Rivalität zwischen Greifswald und Dresden und die Stadtwette, die es heute gegeben hat. Frauke Rauner ist für uns in Greifswald dabei. Frauke, was war das gerade für ein Moment, eben als das Ergebnis bekannt gegeben wurde? Lieber Stefan, ich muss dir sagen, wir waren hier so in dieser Runde im Gespräch vertieft und haben gesagt, ach, mit so knapp noch nicht mal 60.000 Einwohner gewinnen wir doch nicht mit knapp 600.000 in Dresden. Und währenddessen hören wir auf der Bühne die Verkündung und sind so in norddeutscher Freude ausgerastet. Wie, wir haben gewonnen? Wir haben gewonnen? Ach, haben wir jetzt gewonnen? Ach, wir haben gewonnen. Das hätten wir ja niemals geglaubt. Also es ist wirklich völlig verrückt. Wir haben nicht damit gerechnet, aber wir freuen uns. Und man sieht es auch, also man sieht es schon, dass sie sich alle hier freuen. Und sie sind vorhin auch alle ausgerastet hier. Und wir haben hier auch ein ganz besonders hübsches Pärchen. Die beiden, es wurde schon darüber bei den beiden diskutiert, ob sie vielleicht heute, so wie Kaspar David und Caroline, einfach mal heiraten. Ne? Ihr seid also, ihr seid ein Liebespaar? Ja. Ich muss bei der Frau kurz nachfragen, ihr seid ein Liebespaar? Richtig. So, also wir haben auch schon irgendwie einen Standesbeamten hier auf dem Markt gefunden und vielleicht machen wir das einfach so ganz pragmatisch, gehen hier hinten nachher zum Rathaus und heiraten noch. Vielleicht geht das ja einfach mal heute an diesem ganz besonderen Kaspar-David-Friedrich-Geburtstag. Wie gesagt, hier ist noch richtig viel los nachher auf dem Markt und ich glaube, dass in Dresden die Trauer ziemlich, ziemlich groß ist. Wir haben ja auch dort immer wieder am Nachmittag Kontakt gehabt mit der Kollegin Gesine Schöps. Und da ist bestimmt die eine oder andere Träne gekullert, weil im Vorfeld hieß es natürlich schon immer so aus Dresden, ach, die gewinnen ja sowieso, die haben viel mehr Leute, da sind viel mehr Touristen. Aber nein, das kleine, hübsche Städtchen Greifswald, da hätte sich Kaspar David Friedrich sicher sehr gefreut, hat diese Stadtwette gewonnen. Und wenn mich nicht alles täuscht, schalten wir jetzt mal rüber zu unserer Kollegin nach Dresden. Gesine Schöps steht nämlich dort auf dem Neumarkt, auch mit ganz vielen verkleideten Menschen. Und liebe Gesine, ich hoffe, du siehst und hörst mich jetzt. Wie groß ist denn eure Trauer? Also erstmal muss ich sagen, gratulieren wir euch von ganzem Herzen. Viele liebe Grüße nach Greifswald. Ihr habt das wirklich gerockt. Du hast es schon gesagt, ihr habt weniger Einwohner und trotzdem habt ihr so viele Leute heute bei euch auf dem Marktplatz bekommen. Hier in Dresden war natürlich die Enttäuschung kurz groß, als die Zahl verkündet wurde. Ich meine, das ist ganz klar. So viele Leute haben sich auch hier in Schale geworfen, wollten wirklich das Beste für ihre Stadt rausholen. Dass es am Ende so knapp dann nicht gereicht hat, das hat kurz für ein Schlucken gesorgt. Aber wir gratulieren euch und damit habt ihr es ganz verdient gewonnen. Liebe Gesine, wie geht ihr denn jetzt danach um? Es gab einen großen Hype bei uns in Greifswald, bei euch in Dresden. Was macht ihr jetzt danach heute noch? Kuchen essen. Also der Dresdner, ja genau, Kuchen essen, Bier trinken wahrscheinlich auch. Der Dresdner ist ja grundsätzlich so gestrickt, ne, wenn es eine Party gibt, dann wird da gefeiert, ob man jetzt eine Wette gewonnen hat oder eben nicht. Also von daher wird es hier auf dem Marktplatz noch lange gehen, es wird getanzt, es wurde eben gerade schon so ein bisschen angeschunkelt. Also von daher, der Dresdner ist da erstmal nicht klein zu kriegen. Wir haben heute auf jeden Fall noch Spaß und das ist es ja auch am Ende. Wir wollten einfach einen Gaudi erleben, den haben wir erlebt mit euch und von daher war das eine richtig tolle Stadtwette und das denken die Dresdner genauso. Also die haben auch mit vollem Herzen für euch applaudiert, als die Zahl bekannt wurde. Von daher, hier geht heute auf jeden Fall auch noch die Party ab. Bei euch ja sicher auch, oder? Ja, bei uns auf jeden Fall auch noch. Philipp Dittberner singt nachher noch bei uns auf der Bühne. Gesine, du hast schon gesagt, bei euch wird getanzt. Wir hier aus Greifswald, da konnten die Menschen ja auch Karten für den Semperopernball zum Beispiel gewinnen, also für die Oper zum Tanzen. Was meinst du, die werden sich bestimmt sehr, sehr wohl fühlen bei euch? Absolut. Also Dresden empfängt mit weit offenen Armen. Der Semperopernball ist ja immer ein wunderbares Ereignis. Da wird ja auch ganz viel auf das Äußere Wert gelegt. Also von daher passt das 1A zu dem heutigen Motto. Man darf sich also in Schale werfen. Und wir freuen uns, wenn die Greifswalder dann hier in Dresden auf dem Semperopernball tanzen.
Das wird wunderschön. Und ich habe hier auch ganz viele Menschen. Wir gehen einfach mal zu diesen beiden hier, die sich so stattlich gekleidet haben. Einmal den Herrn Kaspar David Friedrich würde wirklich staunen. Ne? Hast du dieses Kostüm zu Hause bei dir im Schrank und ziehst das immer mal an? Nein, meine Frau hat 5 Euro investiert und die Mütze bestellt und ich hatte das Hemd und woher jetzt dieser Fummel kommt, weiß ich nicht, aber ich finde ihn sehr passend und es spricht für ihren Geschmack, dass sie gerade mich ansprechen. Oh ja, danke schön, aber auch für den Geschmack ihrer Frau und die Liebe ist auch unser großes Thema. Wir sind ja bei dem Maler der Romantik. Ich habe nämlich nicht nur das Pärchen dort hinten eben gehabt, das noch heiraten will. Ich habe hier wirklich ein Pärchen gefunden, Bea und Henrik, die wirklich heute geheiratet haben, die sich gesagt haben, das ist einfacher, als wenn wir unseren Hochzeitstag immer wieder vergessen. Wir nehmen einfach diesen 5. September 2024 und heiraten. Genau so. Ja, und das ist wirklich ein wunderschöner Tag und ich finde es total lebendig hier. Und es ist tatsächlich so, wie du sagst, wir können es beide dann nicht vergessen. Ne? Bea und Henrik. Henrik, war das eine Schnapsidee gestern Abend auf dem Sofa oder habt ihr das länger geplant? Ein bisschen länger war es schon geplant. Aber es war natürlich auch so die Idee, er ist der Maler der Romantik und das, eine Hochzeit ist eine romantische Sache. Und das zu verbinden und dann haben wir gedacht, wir haben vielleicht nicht so Geld für so eine ganz große Party, dann lassen wir es so von der Stadt ausrichten. Und insofern gibt es jetzt hier eine Geburtstag. Und eine Hochzeitsparty. Das habt ihr herrlich gemacht und ihr habt so viele tolle Gäste und wir haben die Wette gewonnen in Greifswald und wir gucken uns mal an, wie der ganze Tag heute in Greifswald so gelaufen ist. Wie sehr die Greifswalder ihren Maler Kaspar David Friedrich verehren, ist schon am Nachmittag zu spüren. Der Marktplatz hier in Greifswald ist der meistbesuchte Ort in der Stadt, denn schließlich stand eine Wette im Raum. Weil wir hier heimisch sind und wenn da schon mal sowas gegen Dresden läuft, dann versuchen wir natürlich zu unterstützen. Seine Reisestation, wo er überall gewesen ist. Und das habe ich hier im Mantel festgehalten, auch mit den Briefen, die sein Bruder ihm nach Dresden geschickt hat. Also wir machen das Ganze von der Schule aus, ja, weil wir auch in einem Film Mensch am Meer mitgespielt haben. Da haben wir auch diese schönen Kostüme zur Verfügung gestellt bekommen. Ja, und deswegen tragen wir die nochmal. Genau, deswegen tragen wir die heute nochmal, weil es passt ja dazu. Wer noch kein Kostüm hat, will wenigstens ein paar kleine Accessoires basteln. Die Stände sind über Stunden ausgebucht. Also eigentlich habe ich die Musik gehört vorne am Kontor und dann dachte ich, jetzt sacke ich die Kinder ein und dann gucken wir mal, was los ist. Es sind so viele Leute, das ist einfach total überwältigend und wir müssen jetzt einfach gucken, dass wir die Leute irgendwie bei der Stange halten, damit die uns nicht abhauen. Auf der Bühne schwört Moderator Nils Sörens die Greifswalder und ihre Gäste auf einen erlebnisreichen Abend ein. Zumal hier dann gleich der Musikpoet Philipp Dittberner auftritt, am Nachmittag beim Soundcheck ein kleiner Vorgeschmack. Ob er auch eines der XXL-Kuchenstückchen abbekommen hat? Die jedenfalls sind hier in Greifswald sehr großzügig geschnitten worden. Alle hier sind sich einig, die Stadtwette zu Ehren von Kaspar David Friedrich hat viele aus Greifswald und weit darüber hinaus zusammengebracht. Und das ist doch auch irgendwie romantisch und ein toller Sieg. Und von dem leckeren Butterkuchen, den es hier gab für das Kostüm. Ich habe mir auch einen Hut gebastelt für den Tag heute. Gab es den leckeren Butterkuchen, habe ich auch gekostet, war sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Und ich gehe hier nochmal rüber. Wir haben hier so viele Leute auf dem Markt. Ich glaube, die sind auch immer noch alle ein bisschen baff, dass wir gewonnen haben gegen so eine große Stadt wie Dresden. Oder wie geht's Ihnen? Super, ist doch ein toller Abend. Oder haben Sie damit gerechnet, dass wir gewinnen? Na, überhaupt nicht. Also es ist ja auch nur ein paar Hunderte mehr, ne? Aber rechnen habe ich noch überhaupt nicht. Ich habe gedacht, die Dresdner, die müssen so viele Leute auf die Straße stellen, das muss doch super gehen, aber hat nicht geklappt. Und da wird dem Norddeutschen immer nachgesagt, ne, dass sie so ein bisschen nicht aus der Ecke kommen, genau, haben Sie gesagt. Sind Sie hier in einem Caroline-Kostüm, ne? Sind Sie aus Greifswald in echt? Tatsächlich hier geboren, ja. Ich auch. Ja, ist so. Und man kommt ja aus Kaspar David Friedrich, kommt man hier ja einfach nicht vorbei. Wir haben schon in der Schule Bilder gemalt von Kaspar David Friedrich. Stefan, das war einfach ein wunderschöner Tag und wir freuen uns so doll, dass wir heute gewonnen haben. Wir freuen uns mit euch, Frauke. Aber sag mal, du hast doch, glaube ich, auch noch eine ganz andere Verbindung zu Kaspar David Friedrich. Magst du uns das erzählen? Ah, ja, ich habe ja schon über die Liebe gesprochen und 2018, da hat sich ja die Hochzeit von Kaspar David Friedrich und seiner Caroline zum 200. Mal gejährt
Und da sind mein jetziger Mann eben und ich zum Hochzeitspaar gewählt worden. Und wir sind also das Kaspar-David-Friedrich-Hochzeitspaar. Wir haben also nur geheiratet wegen Kaspar-David-Friedrich, aber wir finden das gut. Oh. Und das war so, dass wir uns da bewerben mussten, was uns verbindet mit Mecklenburg-Vorpommern. Und ich bin ja in Greifswald geboren, mein Mann an der Elbe groß geworden. Und so wie die Caroline aus Dresden eben kam, haben wir gesagt, och, wir machen da mal mit. Meine Mutti hat immer gesagt, wann heiratet ihr denn endlich? Und dann haben wir einfach mal uns da beworben und haben nicht gedacht, dass wir auch das gewinnen, so wie heute hier die Stadtwette. Und dann haben wir aber gewonnen und dann durften wir hier das Kaspar-David-Friedrich-Hochzeitspaar sein und sind auf den Spuren von den beiden gewandelt und haben auch noch auf der alten Plattform im Königsstuhl quasi den Ausblick genossen, die ja jetzt ganz anders aussieht, aber auch eine Reise wert ist. Und wir feiern jetzt hier in Greifswald noch weiter. Stefan, schöne Grüße ins Studio. Ich hoffe, du bist ein bisschen neidisch, dass du nicht hier bist. Ja, auf jeden Fall. Vor allem den Butterkuchen, den hätte ich gern probiert. Danke dir, Frauke.